Es geht mit Fräulein Grün durchs Jahr und wir befinden uns mitten im Mai und wie man schon sieht, sie leuchten richtig. Das sind junge Fichtentriebe, Maiwipfeln, wie man sie auch nennt. Und vor ein paar Jahren habe ich auf fräuleingrün.at ein Rezept geteilt, ein uraltes Heilmittel, nämlich geschichteten Hustensaft mit Maiwipfeln. Und es gibt kaum etwas, wo so viele Fragen gestellt werden wie: Wie funktioniert denn das? Der Zucker hat sich nicht ganz aufgelöst. Und dieses Video ist heute dazu da, damit wir das einmal aufklären können. Es gibt nämlich im Grunde 5 Regeln, an die man sich halten sollte. Das Wichtigste ist natürlich einmal das Pflanzenmaterial. Ich stehe da jetzt vor einer Fichte und habe die Fichtenwipfel in der Hand. Man könnte auch die von der Tanne verwenden. Ganz wichtig ist es aber, dass man sich zu 100% sicher ist, weil es könnte sonst auch eine giftige Eibe sein und dann ist der Hustensaft wirklich giftig und das sollte nicht der Fall sein. Diese grünen Fichtenwipfel, die interessieren uns deswegen, weil die Pflanze die ganzen Inhaltsstoffe in diese jungen Triebe hineinschickt und das ätherische Öl antibakteriell wirkt und auch vor allem schleimlösend, wenn ich einen Husten habe oder wenn der Reizhusten da ist. Aber zunächst wird einmal gesammelt. Gesammelt werden sollte natürlich nicht das ganze Material von einem Baum. Wir wollen ja die Fichte in diesem Fall nicht schädigen, sondern ich nehme mir immer nur ein paar von einem Baum, so eine Handvoll, wenn es ein ausgewachsener Baum ist. Und dann wandere ich schon zum nächsten Baum weiter, weil wir wollen ja auch, dass die Fichte größer wird und weiter wachsen kann. Und wenn ich dann die gewünschte Menge habe, dann geht es schon ans Produzieren, zum Herstellen vom Hustensaft und das machen wir jetzt mit Zucker. Also ich habe jetzt da die Menge an Fichtenwipfel, die ich brauche für meinen geschichteten Hustensaft. Bedeutet, dass ich ein sauberes Glas nehme und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Man fängt immer mit dem Zucker an und schließt auch mit dem Zucker ab. Also zunächst, ich nehme da einen braunen Rohrohrzucker, sollte der Boden gut bedeckt sein. Und dann kommt eine Schicht an frischen Fichtenwipfel hinein. Das heißt, nicht 24 Stunden antrocknen lassen, sondern die sollen eben noch die Feuchtigkeit auch haben, damit der Zucker auch diese Inhaltsstoffe rausziehen kann, die wir eben für den Hustensaft benötigen. Und dann, wenn ich eine gute Schicht habe, die sollte mindestens genauso dick sein wie der Zucker, kommt die nächste Schicht Zucker hinein. Und dann schließe ich mit dem Zucker ab und habe sozusagen auch die Schutzschicht, damit den Fichtenwipfel nichts passiert, wie nämlich der Sauerstoff dazukommt. Das ist jetzt eben ganz wichtig, dass eben genügend Fichtenwipfel drinnen sind, die frisch sind, dass Zucker abschließt und gelagert werden sollte. Dieser Schichthustensaft jetzt für die nächsten Wochen, das kann bis zu 3 Monaten dauern, kühl. Man hat den früher eingegraben in der Erde, weil dort gleichbleibende und kühle Temperatur war. Also auch wichtig, nicht in die direkte Sonne stellen, auch nicht auf die Heizung oder irgendeinen Kamin, sondern wirklich kühl lagern. Und der letzte wichtige Punkt ist, dass man das Glas nicht öffnet, solange sich nicht der Zucker verflüssigt. Und damit das jetzt auch wirklich funktioniert, hier noch einmal die 5 wichtigsten Punkte für euren Maiwipfel-Hustensaft. Punkt 1 ist, ihr braucht frisches Pflanzenmaterial, damit sich der Zucker auch verflüssigen kann. Geschichtet wird dann begonnen mit Zucker und ihr hört auch mit dem Zucker auf. Dann die Lagerung, gleichmäßige Temperatur und kühl. Und der letzte Punkt ist, nicht öffnen, weil man ungeduldig ist. Das braucht schon so circa 2 bis 3 Monate, bis sich alles verflüssigt hat. Aber dann habt ihr ein super Naturheilmittel zu Hause aus Fichtenwipfel. Musik.